Jo, ja, also ich erkläre jetzt mal, warum, also wie der Kampf zwischen Freezer und Thanos ablaufen würde. Also es ist halt so, dass Thanos mit dem Handschuh halt schnipsen will, mit dem Infinity-Handschuh, damit halt Freezer weg ist. So, dann will halt Freezer aber das verhindern, indem er seinen Schwanz nutzt und damit halt versucht, den Handschuh von Thanos so auszuziehen halt so. Und dann würde halt Thanos aber mit seiner enormen Kraft Freezer den Schwanz abreißen, sodass das Freezer leidet. Dann würde halt Thanos schlüpfen wollen, um dann den Akt zu vollenden. Aber Freezer würde in dem Moment seine Telekinese nutzen, um Thanos den Handschuh wiederum auszuziehen, damit dann Freezer den Handschuh hat. Freezer würde schnipsen und Thanos dachte schon, dass es mit ihm jetzt vorbei ist. Aber dann sorgt halt Freezer durch den Schnipser nur dafür, dass sein Schwanz wieder da ist, weil er sich nicht konzentrieren konnte, weil die ganze Scheiße ihn so abgelenkt hat. Dadurch, dass er geschlüpft hat, ist sein Körper entstellt. Und die Muskeln sind nicht mehr so ganz vorhanden, weil Thanos hat ja schon durch den Handschuh, durch den Schlipser gelitten damals, als er es gemacht hat bei den Filmen halt so. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass es bei Freezer auch schlimmer ist, weil er nicht so muskulös ist wie Thanos. Und deswegen wollte halt hat dann Thanos halt den Handschuh Freezer weggenommen wieder und hat auf Freezer seinen Körper eingetreten, der sich eh kaum noch wehren kann so. Und dann hat Thanos geschlüpft und hat dafür gesorgt, dass Freezer wieder komplett heil ist. Dann fragt sich Freezer, warum Thanos das gemacht hat. Und der Grund ist, weil Thanos sich auch nicht mehr so konzentrieren konnte, weil er auch psychisch und geistig halt so am Ende war. Und dann war es halt so, dass Freezer Thanos alle Körperteile abgeschnitten hat. Und so, dass am Ende nur der Kopf übrig ist von Thanos. Und dann hat er mit dem Kopf Fußball gespielt, sodass der Thanos halt dadurch irgendwann Gehirnerschütterung bekommt, weil Freezer immer wieder mit seinem Fuß seinen Schädel halt so kickt, als Fußball und so. Genau. Und warum hat dann Freezer gewonnen? Naja, also das, was ich gerade beschrieben habe, ist nicht der Grund, warum er gewonnen hat, das ist nur die Animation. Also der Grund, warum Freezer gewonnen hat, ist, weil Thanos halt auf sein Bild halt so, gibt halt so ein Bild, wo Thanos halt so sadistisch halt so schaut. Aber das ist halt irgendwie scheiße, weil Thanos ist halt so muskulös und fett und so und das passt halt gar nicht, dass er sadistisch schaut. Deswegen hat er halt verlieren müssen, deswegen darf er halt nicht gewinnen, das geht halt gar nicht. Genau. Ist das sicher so anhand dieser Fakten beweisen so? Naja, 100%. Also das ist ja wirklich objektiv nachweisbar. Das ist ja wirklich total sachlich. Also auf jeden Fall 100%. Ah!